Freunde, hier sind wir wieder zurück bei Maggie Zinsschlag und ja, herzlich willkommen vielleicht auch dem einen oder anderen neuen Abonnenten, der sich hier anschauen will, was für ein Blödsinn ich hier mache. So, wir sind jetzt kurz davor, dass wir in die, ja, schattenverfluchten Lande gehen können. Wir sind hier jetzt, glaube ich, fertig. Ich wüsste jetzt nicht mehr, was wir noch machen sollten. Dann gucken wir mal, ob wir den nächsten Schritt wagen können ins Kapitel 2. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Das steht hier nicht so ganz umsonst, denke ich mal. Weil mit Jergal haben wir es, glaube ich, in unserem Lager mit zu tun. Vermute ich mal. Oh, die Spannung steigt. Verlasse den ersten Akt und betrete einen dunkleren Ort. So, damit sind wir jetzt endlich noch im ersten Akt durch. Mein Gott, hat das lang gedauert. Auf der anderen Seite... Ja, möchte ich auch sagen, hätte auch noch länger dauern können. Also es macht schon Spaß hier, diese auf Abenteuerreise zu gehen, Dinge zu entdecken, immer wieder neue Herausforderungen oder in dumme Fallen zu tappen und dann zu gucken, wie man da wieder lebend rauskommt. Also, das ist schon wirklich echt gut gemacht hier alles. Man möchte gar nicht weg. Was ist das hier alles? Okay, jetzt haben wir ein neues Gebiet, die Schatten verfluchten einander. Wir sind jetzt mit dem Aufzug gefahren. Hier müsste mal ein bisschen geputzt werden, hier nehmen wir einen Spinnenweben. Wo sind wir jetzt? Wo ist das jetzt noch Teil von diesem Tempel, der Schar? Sieht so aus. Wo ist das denn? Das ist das Gandalf, der sich ins falsche Spiel verirrt hat, oder Elminster lauert da oben? Der größte Zauberer der Welt hier? Okay, aber jetzt wollen wir erstmal was will. Es gibt etwas, was ich sagen muss. Etwas Wichtiges. Habt ihr kurz Zeit? Ja, wir haben ja gerade nichts zu tun. Dass sie immer in den unmöglichen Momenten dann plötzlich anfangen zu quatschen. Ja, was habt ihr auf dem Herzen, Will? Erst greift der Parasit auf unsere Köpfe zu, dann rücken die Schatten näher. Mehr denn je müssen wir einander vertrauen. Und ich fürchte, ich war alles andere als ehrlich. Okay. Das ist aber jetzt fies. Misuras Welp hat das Geheimnis gehütet. Nein, wir sind ein, naja, nicht so freundlich aussehender Halbling. Von daher, da mal raus damit. Was habt ihr auf dem Herzen jetzt hier gerade vor der nächsten Katastrophe? Der Mann, den ich Vater nenne. Genauer gesagt handelt es sich um Großherzog Ravengard von Baldur's Tor. Großherzog Ravengard, eine der einflussreichsten, beliebtesten Personen Baldur's Tor. Jeder Baldurier kennt seinen Namen. Ravengard? Er ist seit meiner Kindheit eine Legende. Niemand liebt Baldur's Tor mehr als er. Und sie hat zugehört, okay? Ich hätte es nicht so lange verheimlichen sollen, aber unsere Verwandtschaft war kein Grund, stolz zu sein. Am wenigsten für ihn. Alle haben hier irgendwelche Geheimnisse. Wahrscheinlich kommt im Schluss raus, dass es so alles nur ein Traum unter der Dusche gewesen ist. Keine Ahnung. Wir können so ein Baldurier-Wissen prahlen. Wo soll sie das eigentlich wissen? Die waren die ganze Zeit ja als Mönch in der Wildnis. Kein Grund, stolz zu sein, steht euch etwa nicht nahe? Früher stand Vater nicht uns nahe, bis er mich enterbt und aus Baldur's Tor verbannt hat. Das war nicht nett. Mehr kann ich euch nicht sagen, der Pakt verbietet es. Meine Lippen sind buchstäblich versiegelt. Das unvermeidliche Resultat aufeinanderfolgender Ereignisse. Die alle ein bisschen dumm gelaufen sind anscheinend. Solche Sachen solltet ihr mir nicht verheimlichen, Will. Es wäre schon gut, wenn wir wüssten, was jeder auf dem Kerbholz hat hier und nicht irgendwann, wenn es zu spät ist. Ich weiß. And you're right. Ihr habt recht. Meine Geschichte ist die von zwei Männern. Die Klinge der Grenzen, ein Mann, der die Unholde jagt, die gerne die Schwachen ausnutzen und die Küste unsicher machen. Und Will Ravengard, eine Erinnerung an eine Erinnerung, ein Mann, der der Vergangenheit angehört. Ihr wollt, dass ihr die Klinge kennt und nicht den Schatten, den er zurückgelassen hat. Ich würde aber schon mal ein bisschen gerne mehr wissen. Wie war es, der Sohn eines Großherzogs zu sein? Nicht so zauberhaft, wie man sich das vorstellt. Die Portier und die Caldwell-Familie, sie waren die Blaublüter, die die Bälle veranstalteten und aus goldenen Kelchen tranken.
Vater ist der Sohn eines Schmieds. Bei seiner Geburt waren seine Eltern eher arm. Bei der flammenden Faust hat er sich dann einen Namen gemacht, so tapfer wie Balduran und so stur wie ein Tiefengothee. Kühn, unverblümt, aber nicht gerade edel. Ich habe mehr Zeit damit verbracht, mich mit meinem Vater zu duellieren, als mit Fürsten zu verkehren. Was nicht heißt, dass ich keine Leidenschaft für gute Weine entwickelt und mein Talent für höfische Tänze entdeckt habe. Höfische Tänze? Das würde ich zu gern sehen. Okay. Guter Wein, auch schoss ich an. Klar, wir saufen jetzt hier ein. Ich fand euch eh schon ein bisschen überheblich und selbstgefällig. Das stimmt, aber das sagen wir ihm jetzt nicht. Gut, dann sind wir auch nicht so ehrlich, ne? Höfische Tänze. Ich. Ja, warum nicht? Es ist ein Dachsleben her, seit ich einen flotten Zahn aus Parkett gelegt habe. Ein betrunkener Oger wäre ein besserer Tänzer als ich. Ihr tanzt ja ein betrunkener Oger, das klingt fantastisch, ich bin dabei. Ja, vielleicht, wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen und herkommen, dann zeige ich euch den einen oder anderen Tanzschritt. Ich verspreche es euch, tollpatschiger Tölpel ist ein Teil von meinem Repertoire. Okay. Lustig. Okay. Haben wir sonst noch was? Well met. Seid gegrüßt. Nee, dann war's das. Gut, ja, dann haben wir jetzt einen, der ein Problem mit seinem Vater hat und mit seiner Vergangenheit. Sehr schön. Ja, hier sind irgendwie alle hier Psychos in der Gruppe. Mal gucken wir mal, was ist das hier? Wir beten zur dunklen Herrin, der Trost und Gnade alles heilt. Ganz bestimmt. Truhe für Absolutionsexpeditionen. Aha. We offer our pain to the lady of loss. Wir opfern der Herrin des Verlustes unseres Schmerzes, auf dass sie ihre Gläubigen erkenne. Ach, das klingt alles immer so angestrengt, ey. Was haben wir hier? Truhe. Was kann die? Mittlere Zähigkeit. Du musst mindestens 22 Schaden machen, um die zu beschädigen. Right Tool will do the trick. 10. Eine 4. Scheiben. Kleister. Das fängt ja schon wieder gut an. Wir haben nicht mehr viel. Na jetzt. Dann gehen wir mal Schattenfell, geht eben auch ständig drauf. Und Fackeln, Ah, wir könnten dann noch mal eine mitnehmen. Wir haben zwar... Ja, wir haben auch Lichtzauber, nicht wahr? Moment, Karlach kann das. Licht. Durch den Ring. Der habe ich nämlich den Lichtfeuerring gegeben. Vielleicht hilft uns das in diesen schattenverfluchten Landen. Weil da scheint mir Licht doch durchaus wichtig zu sein. Hier ist noch eine Tafel. Wir haben immer gerne irgendwas hingeschrieben anscheinend. Wir opfern uns selbst der Dunkelheit und bitten die gesegnete Schar um Erbarmen. Was ist das für ein scheiß Gott, den man ständig um Erbarmen bitten muss? Mein Gott, geht doch nicht auf die Nerven. Wir hätten aber gute Steinmetze hier, muss man sagen. So, dann gucken wir mal, wer das da oben ist. Oh, den nehmen wir noch mit. So. Sharp as ever. Heading out. All right. What now? Sieht's hier aus mit überzeugen, auftreten, einschüchtern. Nicht, was uns jetzt auf uns zukommt hier.
das haben wir auch noch. Lumps Kriegshorn. Das müssen wir irgendwann mal in einem richtigen harten Gefecht einsetzen. Nur mal zu sehen, was passiert. Let's get on with it. Da habe ich auch mal das Gefühl, das funktioniert gar nicht, dass sie Trefferpunkte zurückkriegt, wenn sie andere heilt, weil sie ist dann trotzdem, wenn sie rot ist, Trefferpunkte verloren, hat sich da irgendwie noch nie was getan, aber vielleicht ist das nur persönlicher Eindruck von mir, weil ich das nicht richtig aufgepasst habe oder so. Kann auch sein. Ich hatte doch hier bei irgendwas das bei Will noch so eine Maske. Das ist das. Die könnte man. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich denke mal, die kann man verkaufen. Kommt mir aber trotzdem irgendwie vor, als könnte man die noch verwenden für irgendwas. What a charmer. Ich glaube, die sollten wir nicht mehr verwenden. There's no time to waste. Ich hatte so eine Maske, die ja noch einen Plus auf Überzeugen gibt. Aber gut, dann habe ich sie nicht. Egal, dann versuchen wir es mal. Mal sehen, was jetzt passiert hier. Der müde Wanderer. Mhm. 96. Der steht hier mal so im Oh, ihr da, seid so gütig und schenkt einem alten Mann einen Augenblick eurer Zeit. Darf ich zu fragen wagen, ob ihr zu eurem Reisegefährten womöglich auch einen Mann zählt, der den Namen Gale gegeben ist? Mhm. So wie der redet, ist er schon ziemlich alt. Also altmodisch. Das ist bestimmt Elminster. Darf ich zu erfragen wagen, wer zu erfragen wagt? Das wird schon Halbling passen. Sollte eure Neugier dem Wesen unserer Bekanntschaft gelten, so sei euch hiermit versichert, Gale und ich sind Freunde. Solltet ihr das Wesen eures geschätzten Gesprächspartners aus dem Dunkel des bis dato Unbekannten emporhieven wollen, so komme ich eurem Wunsch nach Erhellung gern nach und gebe mich als Elminster zu erkennen. Elminster Omar. Elminster Omar. So, euch diese Antwort dann zufriedenstellt, lasst uns nicht länger im Treibsand der Unentschlossenheit verweilen, sondern tut euer Wissen zu dem von mir gesuchten Kund. Warte, mit dem müssen Unterhaltungen ja ziemlich lange dauern. Ja, ich kenne Gale, er befindet sich bei uns im Lager. Stets am Mann des Müßiggangs würde es euch großes Unbill bereiten, mich auf der kleinen Reise zu begleiten, welchen jedes Lager zu unternehmen, ich gedenke. Ja, sag doch einfach, dass du unseren Wein willst. Es wäre mir ein Vergnügen. Und wir ein eben solches nach euch, bitte. Was will der große Zauberer Elminster jetzt von Gale? Mein Dank für euren exzellenten Rat. Ah, und dort erblicke ich die Beute meiner Jagd. Elminster? Elminster? Eben der Gale. Und er ist ein wenig pikiert darauf, dass er sich gezwungen sah, um euretwillen seine besten Stiefel so viele Meilen Landstraße auszusetzen. Das verstehe ich nicht, warum meinen Willen. Ich wurde geheißen, weder Zeit noch mich selbst zu verschonen, um euch zu finden. Sie schickt mich, Gale, ihr wisst wer. Sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Aber warum? Raus damit, Elminster, bitte. Please. Junger Mann, eure Abwesenheit aus Tiefwasser neben eurem Dekorum nach eurem hat eure Geduld fortgespült. Nahezu einen Zehntag darbe ich nun schon ohne ordentliche Kost. Trinke nach nichts, als was der Himmel meinem Durst zugesteht. Der große Magier ist aber ein bisschen. Schon ein wenig Brotkäse und ein Becher Wein wäre mir gleichsam ein Festmahl. Gewiss wollt ihr mir keine kurze Rast und Stärkung verwehren, ehre ich. Raus damit, Rücke! Out with it. Ja, Gale, wo ist euer Dekorum? Okay. Ich nehme für gewöhnlich keine Vagabunden auf, okay? Das war jetzt
Ja, dann könnten gleich der Göttin Magie sagen, sie soll dich verpissen, weil wir mit Zaubertricks nichts am Hut haben. Also Albinster ist hier in diesem Universum einer der mächtigsten, weisesten, ältesten Zauberer überhaupt. Aber dass der jetzt persönlich von der Göttin der Magie hier hingeschickt wurde, weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Ja, Gail, wo ist euer Dekorum? Schön, schön, ich lasse die Fanfaren mit denen meinen verdachtlichsten Kabaren. Mich ruft auf taube Ohren, fallen. Ernst soll Gefahren treuen. Graver matters are at hand. Es gilt schließlich viel zu verdauen. Was brodelt nun im Kopf? Wenn man derart wichtige Worte serviert bekommt, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, um sie zu begreifen. Dann ist der kompliziert. Elminster. Wisst ihr. Sich kurz fassen ist nicht sein Ding. Ich will sagen. Gell, alter Knabe, ich komme in höchst dringlichster Angelegenheit. Ich spreche frank und frei und schwöre meine üblichen Ausschmückungen ausnahmsweise ab. Das soll man jetzt glauben? Ich komme in Mistras Auftrag. Die Botschaft und der Auftrag, die ich bringe, stammen von ihr. Ihr wurde tatsächlich als göttliche Bote geschickt? Mistress, empfindliche Füße sind nicht für beschwerliche Reisen gemacht. Ihr wisst, wo ihr fehlgegangen seid, Gail. Damit müssen wir uns hier und jetzt nicht aufhalten. Doch ihr erhaltet die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Mistress zieht Vergebung in Betracht? Sie zieht in Betracht, was sie als Vergebung betrachtet. Mistra weiß von den Missgeschicken, die euch befallen haben. Sie weiß von eurem Zwist mit der Absoluten, dieser heimtückischen aller bösen Mächte. Tja, wenn die Götter darum wissen, warum müssen wir uns dann eigentlich selber darum kümmern? Und die lassen einfach eine neue Gottheit sozusagen heranwachsen, tun nichts dagegen? Was sind das für Götter? Die schlagen sich doch auch sonst gegenseitig die Köpfe ein mit so ein paar Opfern. Jemand Kontinent versinkt, da mal ein Mond erplatzt. Soll man mal ein bisschen frech sein? Ich meine, wir sind immer noch ein Halbling. Wir sind neugierig. Wenn selbst die Götter es wissen, warum stellen wir uns diesen Gefahren dann allein? Sie wählen die Instrumente ihres Willens mit großer Präzision. Manchmal erkennen die einzelnen Tropfen, für die wir uns halten, nicht, zu welchen Wellen wir uns aufbauen. Setzt euch nicht herab und setzt euch euren Feind nicht herab. Ihr müsst wissen, dass die Absolute gefährlicher ist, als ihr erahnen könnt. Sie bedroht alle, die leben, selbst jene, die untot sind. Sie bedroht die Götter, das Gewebe, den Stoff, aus dem das Universum ist. Kleiner ging's nicht. Darum bin ich gekommen, Gail, um euch mit ihrer Zerstörung zu beauftragen. Es ist Mistras Überzeugung, dass nur ihr das könnt. Apropos Tropfen. Kann auch sein, dass wir dann ins Klo runtergespült werden. Nur mal so das zu sagen. Hey, ich bin dafür da, die zu vernichten. Hallo? Ja, wie kommt sie darauf, dass nur Gail dazu in der Lage ist? Die Kugel. Precisely. Ganz genau. Mistra hat mir die Macht gewährt, gewissermaßen die Uhr anzuhalten, die dazu führt, dass die Kugel euch überwältigen wird. Stattdessen könnt ihr die tödliche Explosion selbst auslösen. Interessant. Das könnte Hilfe oder Hindernis sein. Wir werden abwarten müssen. Die
Traumbesucherin. You must find. Ihr müsst das Herz der Absoluten finden, was das auch sein mag, und euch selbst als den Katalysator nutzen, der es aus dieser Welt brennt. Catalyst that will burn it from this world. What? Der soll sozusagen als Selbstmordattentäter sich im Herz der oder am Herz oder mit der Absoluten in die Luft sprengen? Das ist das, wenn die Götter einen für irgendwas beauftragen, womit sie sich selber nicht die Hände schmutzig machen möchten oder können. Ihr werdet die Absolute und Gelb in einem Streich los. Doppelt schön. Bleibt mir Wein für mich. Nein, das sagen wir natürlich nicht. Das ist monströs. Ihr verlangt von ihm, sich selbst zu töten? He is not. Das tut er nicht. Doch Mistra tut es offenbar. It seems that Mistra is. Es bereitet mir kein Vergnügen, das zu sagen, mein Freund, doch dies ist Mistras Wille. Euer Opfer muss es sein, die Absolute, das die Absolute vernichtet. Und durch euer Opfer wird euch verziehen. Das ist Mistras Versprechen. Was nutzt das, wenn er tot ist? Damit habe ich meinen ärmlichen Worte gesagt und muss euch nur noch den Segen angedeihen lassen. The charm I was bid. Meine Hastra Mistrarium Idalion Thras Annas Dithra. Aha. It is done. Es ist vollbracht. Auftrag und Segen wurden in eure Obhut übergeben. Euch übertrage ich die Verantwortung über Gael. Weist ihm auf diese eigenartigsten aller Reisen den Weg. Da hat er uns aber noch Verantwortung gegeben. Vor allem soll diese Reise dann damit enden, dass Gael in die Luft fliegt, sozusagen. Aber... Und wenn ihm vergeben wird, ist er schön, aber wenn er tot ist. Seine Mistra hat noch irgendein Ass im Ärmel, das sie uns nicht verraten will, natürlich. Da bin ich jetzt ein Kindermädchen oder was? Wir finden einen anderen Weg, das wird zu blöd. Nein, was soll man sagen? Wir haben nicht so viele Möglichkeiten. Was soll man machen? Aber wir sind ein tapferer Halbling und wenn wir eine Mission haben, die Welt zu retten und wenn es nur darauf hinaufläuft, irgendeinen nutzlosen Ring irgendwo hinzuschmeißen, dann machen wir das. Bei meiner Ehre, es wird geschehen. On my honor. Bei meiner Ehre, ich weiß noch nicht, ob ich das auch sagen kann. Wie Monde die unwissende See anschwellen und abebben lassen, so bestimmen die Himmelsgötter das Gezeitenschicksal sterblicher Tage. Was sagt mir das jetzt? Und doch, in einen einsamen Stunden errungener Gedanke, komme Ebbe, komme Flut, komme alles, uns Unbegreifliche, seid selbst ein Mond. Selbst die Wellen des Schicksals können am Ufer des Willens brechen. Leb wohl, mein Freund. Ich bin froh, dass ihr euch gewählt habt, Elminster. Gewebereparatur. Okay, neue Errungenschaft. Okay. Das war jetzt ein Ding. Der große Elminster kommt persönlich vorbei, um von der Göttin der Magie zu sagen... Das ist doch ganz schön, wenn Gael sich opfern würde, um die Absolute zu killen. Juhu! Jetzt ist ja schon eine tickende Zeitbombe, also warum nicht das nutzen? Das ist ja ganz schön... Ganz schön fies. Eine Audienz mit Elminster ist immer ein denkwürdiger Moment. Ich hatte gehofft, euch einander unter weniger finsteren Umständen vorstellen zu können, aber derlei ist gerade schwer zu haben. Er ist ein alter Mann, der verrückt ist nach Käse. Kaum ein legendentauglicher Magier. Wir müssten gleich mal gucken, ob er nicht Käse geklaut hat. Es wirkt gar nicht wie ein Freund von euch, wie er da aufgetaucht ist und von euch verlangt hat, euch umzubringen.
Ich hatte ihn immer imposanter vorgestellt. Ich fand ihn schon imposant. Zumindest hat er mehr Klunker dabei gehabt, als zum Beispiel jetzt so ein Gandalf oder so. Er wollte es nicht von mir verlangen. Als Mistras Auserwählte hatte er keine Wahl, als ihre Nachricht zu überbringen, so sehr es ihn auch schmerzen mochte. Dass Mistra ihn geschickt hat, der Ernst ihres Anliegens könnte nicht klarer sein oder schwerer auf mir lasten. Die Zeit wirkt unendlich, wenn man jung ist. Ein Monat ist eine Epoche, ein Jahr, ein ganzes Leben. Merkwürdiges Gefühl, wenn einem klar wird, dass vielleicht gar nicht mehr so viel übrig ist. Und zieht ihr ernstlich in Erwägung, was Elminster gesagt hat? Natürlich. Er hat die beste Lösung unseres Problems angeboten. Ich muss nur den rechten Ort und die rechte Zeit finden, die Augen schließen und boom, loslassen. Dann ist die Tafel sauber, das Unrecht beseitigt, die Absolute fort. Und ich dazu. Wer sagt, dass es so funktioniert? Auch Götter können irren. Mistra war meine Sterbliche. Die davor ist tot. Wir haben jetzt einen Selbstmordattentäter hier bei uns. Das reicht ja nicht, wenn wir einen Vampir haben, einen verstoßenen Sohn eines Lords und von Schattenherrn sollen wir gar nicht mehr reden und Lezelle. Ich stelle uns mal ein bisschen dumm, vielleicht kann uns noch was erzählen. Ich verstehe nicht, kann Mistra die Absolute nicht einfach zerstören oder Elminster selbst? Sie sind alle so mächtig, warum müssen wir das machen? Zweifellos hätten sie die Macht dazu, aber was die Erlaubnis betrifft. Ayo würde es nicht gerne sehen, wenn sie sich in die Belange der Sterblichen einmischt. Göttliche Interventionen neigen dazu, die Dinge zu verschlimmern, nicht zu verbessern. Und was Elminster betrifft, er hat die Reiche öfter gerettet, als die Legenden erfassen können. Aber sich mit einer Gottheit anzulegen, ist auch für ihn keine Kleinigkeit. Meine Kugel ist unsere beste Chance und nur ich kann sie einsetzen. Die Kugel aus Dunkelheit, die er in sich hat, ja. Und das ist es jetzt also? Ihr seid jetzt auf Selbstmordmission? Vielleicht auf der spektakulärsten von allen, aber ja, im Grunde schon. Ich lebe in mehr als einer Hinsicht von geborgter Zeit. Vielleicht muss es genauso sein. Aber noch ist das eine Sache der Zukunft. Das Herz der Absoluten will entdeckt werden, ehe ich seinem Schlag ein Ende setzen kann. Ja, gut, das ist seine Sache letztendlich. Das ist sein Leben. Ich sorge dafür, dass wir es finden, Gale. Versprochen. Und vielleicht eine andere Lösung. Nein, wir haben wohl nichts mehr zu tun, als Herz der Absoluten zu finden und den Herzschlag zu stoppen. Puh, okay. Hauptquests. Infiltriere die Turm des Mondaufgangs. Wir haben die Schatten verflucht Land erreicht. Der Traumbesucher sagte, wir sollen zu den Türmen des Mondaufgangs gehen und den Kultabsoluten infiltrieren. Infiltrieren, ja. Hört sich so einfach an. Vielleicht erfahren wir durch die Geheimnisse des Kults, wie wir uns von diesen Parasiten befreien können. Die hat ja jetzt auch nach langer Zeit zum ersten Mal wieder zu uns geredet, die Traumbesucherin. Ich hatte schon gedacht, dass sie sich mal wieder meldet, aber dann war es das Eulenbärchen. Finde ein Heilmittel. Also wir sind jetzt auf die Türme des Mondausgangs festgelegt hier. Und dann haben wir hier noch was. Der Magier von Tiefwasser. Finde heraus, was Elminster mit Gale vorhat. Wir müssen das Herz der Absoluten finden. Den Begriff haben wir jetzt aber auch zum ersten Mal gehört. Das heißt, Elminster hat ihm jetzt einen Zauber gegeben, der die Kugel stabilisiert, damit er genug Zeit hat, das Herz zu finden. Das heißt, er muss jetzt auch keine Gegenstände mehr fressen. Das wäre gut für unser Inventar. Der Großherzog. Suche nach Großherzog Gravengard. Ist ein Ziel.
dass Großherzog Ravengarn weg ist, haben wir überhaupt nicht mitgekriegt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Waukins Ruh. Wann war das denn? Okay. Das Teufelsherz trifft Daemon auf der Straße voraus. Ach, den können wir hier treffen. Wir haben die schattenverfluchten Lande betreten. Karnats Herz ist noch nicht repariert. Wir können nur hoffen, dass Daemon es in die Stadt geschafft hat und später helfen kann. Daemon muss mit den anderen Flüchtlingen gegangen sein. Den sollen wir hier finden? Und dann hier haben wir das abgeschlossen. Ja, den Gebirgspass, das können wir jetzt dann nicht mehr machen, aber man kann das ja nochmal spielen. Dann mache ich das vielleicht dann auf der Route. Wir haben ja jetzt unten in Unterreich alles gesehen, denke ich mal. Dann werden wir dann, oder werde ich das nochmal spielen hier mit einer anderen Figur und dann über die Berge reisen zu den Gedjankis. Okay, das heißt, wir sollen Gale opfern. Ob das natürlich passieren wird, ist eine andere Frage. Und er müsste jetzt irgendeinen Zustand bekommen haben. Kann man jetzt natürlich nicht sehen, weil er nicht in unserer Gruppe jetzt ist. Dass sein Zustand stabilisiert. Wir müssen ihm also nicht dauernd irgendwas zu futtern geben. Das ist schon mal gut. Puh. Okay. Dass jetzt Elminster hier war, will aber keiner jetzt besprechen oder so, so wie es aussieht. Komisches Lager haben wir hier. Okay. Sind jetzt in den schattenverfluchten Landen hier im Lager? Okay. Da hat noch irgendeiner was zu sagen. We get along quite well, I think. I can't believe Mistra. Nicht zu glauben, dass Mistra tatsächlich erwartet, dass Gale sich so einfach opfert. Was für eine Verschwendung von gesundem Verstand. Hm. Okay, das ist dann ihre Meinung. Hm. Oh, war das Gales Opa? Das war Elminster Auma, der berühmteste Magier in den Reichen. Hm, sagt mal nichts. Oh gut. Er hatte Gale wohl etwas Richtiges zu sagen, wenn er eigens den Weg auf sich nimmt. Guter Kunde, hoffe ich. Good news, I hope. Gute Kunde, hoffentlich. Nein, ich fürchte nicht. Gale hat eine explosive Bombe in der Brust stecken und Mistra hat ihn gebeten, aber das Herz absolut in die Luft zu jagen. Ah, er hat eine... das würde einiges erklären, aber Mistra, ich meine, das ist jetzt etwas viel. Was wird er tun? Hm. Ich weiß es auch nicht. Aber ich denke, momentan würde er es tun. Scheiße, es gibt einen Unterschied zwischen Hingabe und Dummheit. Wenn die Göttin der Magie das nicht hinbekommt, ohne Geld zu opfern, ist sie keine Göttin. Der arme Gale. Er ist sicher am Boden zerstört, nachdem er das gehört hat. Ich lenke ihn ab. Ich sage ihm, ich habe seit der Schule kein Buch mehr gelesen. Dann schmilzt sein Gesicht. I'll distract him. Tell him I haven't read a book since secondary school. Watch his face melt off. Die hat ein gutes Gemüt, ja. Oh, wir haben ein Stück infernalisches Metall. Was machen wir damit? Das ist jetzt neu. Ja, wir müssen Daemon finden. Ich werde ihn sowas von umarmen. Bald. Gott, ich freue mich aber. Okay. Okay, das heißt, wir haben die Chance, dass wir den hier irgendwo finden. Okay. Wie schade, dass meine erste Begegnung mit dem berühmten Elminster nicht positiver war. Auch wenn ich ab und zu die Triade erwähne oder den Helm anflehe, ich bin kein gläubiger Mann. Nicht so wie Gale. Ich weiß nicht, was ein Mann dazu bringt, zu glauben, dass sein eigener Tod neben den von unzähligen anderen ein angemessener Tausch für die Vergebung seiner Göttin ist. Für mich ist das alles Unsinn. Der Glaube an sich selbst oder an die, die einem am wichtigsten sind, das ist es, was zählt.
Vergesst die große Bombe. Gale hat bereits, was er braucht, um die Absolute zu besiegen. Talent, Nerven und mächtige Verbündete an seiner Seite. Ja, wen? Ich hoffe, dass er das auch erkennt. Ja, gar nicht mal so schlecht, was er da sagt. Und hast du dazu zu sagen? Elminster, sogar die Githyanki haben von dem Weisen aus dem Schattental gehört. Manche seiner Werke wurden ins Tirsu übersetzt. Das heißt aber nicht, dass es in jedem seiner Worte Weisheit liegt. Soweit ich sagen kann, verlangt Mystra Glauben von Gale, aber sie glaubt nicht an ihn. Warum würde sie sonst von Gale verlangen, dass er sich und vielleicht noch andere viele opfert? Glaubt sie nicht, dass er die Absolute mit seinen eigenen beträchtlichen Talenten zerstören kann? Weiß sie nicht, in welch mächtiger Gesellschaft er ist? Vlakit verlangt vielleicht viel, aber sie handelt zum Besten der Githyanki. Mystra kümmert sich nur um sich selbst. Ha, vielleicht würde er in einem feurigen Tod Vergebung finden, aber ich frage mich doch, warum er das wollen würde. Okay, die haben sich alle ihre Gedanken gemacht. Finde ich sehr gut. Dann können wir eigentlich mit Helsin mal reden. Wir sind ja jetzt auf dem Weg zu den Türmen des Mondaufgangs. Da wollte er ja auch hin. Und ich würde den eigentlich gerne auch mal einsetzen. Der Schattenfluch hat uns erreicht. So schändlich, wie ich ihn in Erinnerung habe. Vielleicht noch schlimmer. Doch mit dem Segen des Eichenvaters werden wir ihn bald aus diesem Landen verbannen. Nun sind wir mitten im Schattenfluch. Könnt ihr mir irgendwas dazu sagen, wie man ihn bricht? Dieses Land ist mehr als nur Erde, Felsen, Wurzeln und Laub. Es ist ein Lebewesen in Gestalt eines Feenjungen, der den Wald in den Augen trägt. Er heißt Taniel. Ich bin ihm beim Meditieren begegnet. Hä? Okay. Aber seit der Fluch entfesselt wurde, habe ich seine Anwesenheit nicht mehr gespürt. Ich fürchte, er ist ein Gefangener des Fluchs. Und damit wird sein Reich ins Dunkel gehüllt bleiben. Aber wenn wir ihn finden können, können wir den Fluch brechen. Wenn ihr irgendwas aus dem Schattenfell oder von einem Jungen mit dem Wald in den Augen erfahrt, kommt sofort zu mir. Aha. Das ist eine merkwürdige Mission, okay. Wonach genau soll ich suchen? Hab keine Ahnung. Ich kann leider nicht präzise sein. Zeit und Schattenfluch werden wohl sämtliche Spuren getilgt haben. Lebendige Zeugen sind unwahrscheinlich, das gebe ich zu. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Zeugen oder ein bleibendes Echo des Gesuchten. Keine Sorge, ihr werdet schon merken, wenn ihr etwas findet. Okay, in die Gruppe aufnehmen kann ich ihn jetzt nicht. Was hast du zu sagen? Ja, oh, meine Gute. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself. Gut, hat nichts Neues. Er wartet nur drauf, uns die Augen auszustechen. Nein, danke. Puh, das ist ja ein Ding. Hey, Katza. Kleiner Schlingel. Hope you're keeping well. Hoffentlich geht's dir gut, meine Liebe. Ah, komm, wir streicheln ihn nochmal. Okay, also. Gale auf Selbstmordmission, wir wahrscheinlich auch, weil wir ihn begleiten. Ja, bin ich gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Viele haben noch nicht gesehen von dem schattenverfluchten Landen, außer jetzt im Gebäude. Aber ich denke, das wird sich bald ändern. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was wir hier erleben werden. Und vor allem, wie das Ende aussehen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bis uns in die Luft springen und bye bye. Oh je. Yeah.